Lieber Dennis, dass auch du mehr erfährst über unsere Ria und die Ria vielleicht auch ein bisschen mehr erfährt über sich, hat die Caro sich mit Elias Haug getroffen und für dich einen Film gemacht. Maria, kurz Ria Reiser, Jahrgang 1980, wächst als Hopfenkind in der Holledau in Puttenhausen auf. Wohlbehütet von Hopfenstangen, Mama und ihrem Bankler Papa, der das Geld für die 5 Kinder verdienen muss. Omas Radio steht in der Küche ganz oben auf einem Kastel, damit die Enkel ja nicht Bayern 1 verstellen. So lernt Ria Volksmusik lieben. Mama liebt sie auch und so bekommt Ria Unterricht für klassische Gitarre und singt im Gospelchor. Nach der Schule macht sie bei BMW eine Lehre, wird Modellbaumechanikerin und Formenbauerin. Nach einem Gesellenjahr fürchtet sie jedoch einen Bandscheibenvorfall aufgrund von Unterforderung und geht an die Modelleursschule in Selb. Jetzt kann sie ganze Menschen bauen und landet als Special-Effekt-Künstlerin beim Film. Erst bei Bully Herbig, dann in Potsdam-Babelsberg, wo sie mit Hollywood-Stars Wodka trinkt, um schließlich als Hollywood-Set-Designerin für Roland Emmerichs 10.000 BC riesige Miniaturlandschaften in die Wüste zu bauen. Zwischendurch entdeckt sie bei einem Selbstfindungstrip 2008 durch Namibia das Jodeln für sich, absolviert das Jodeldiplom und geht als Jodel-Queen auf US-Tournee. Wieder wird es Zeit für eine neue Ria. Sie hängt das Dirndl in den Schrank, holt sich DJ Mikey ans Mischpult und reimt sich als First Lady des Bavarian Rap in die Herzen unzähliger Fans. 2021 tourt sie mit Dicht und Ergreifen, vertritt 2022 Bayern im deutschen Pavillon auf der Expo in Dubai. Als alleinerziehende Mutter von 2 Mädels will sie aber vor allem eins: den Ladies zeigen, dass Frauen alles sein können, wenn sie nur wollen. Schütteln sie alles, was sie haben, für Ria. Herzlich willkommen. Super. Also das heißt, das, was du jetzt machst, den bayerischen Rap, auch als Frau mit dieser Power, jetzt gibst einfach mal 10 Jahre Gas auf dem Gebiet. Kann man sich das so vorstellen? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich beschreibe jetzt mal mein Why. Also wenn ich aufstehe in der Früh und mir die Frage stelle, oder ich muss das gar nicht fragen, warum mache ich das? Natürlich möchte ich mit meinem Tun, mit meinem künstlerischen Schaffen, egal was früher oder später dann nochmal hinläuft, aber meine große Leidenschaft ist die Musik, Frauen, Mädchen, Mütter, Alleinerziehende, Männer und Frauen, Minderheiten inspirieren, trotz oft widriger Lebensumstände. Ich meine, wenn du Kinder hast und keine Kohle und wie auch immer und eine Leidenschaft in dir spürst, möchte die euch inspirieren und motivieren, eurer Leidenschaft zu folgen. Das trotzdem durchzuziehen. Weil das ist das, was dir am Schluss wirklich glücklich macht. So. Yeah. Das hast du gut gesagt. Und wir würden jetzt, wenn Sie zu Hause das wollen und Dennis Scheck uns auffordert, würden wir praktisch unsere Parts aus diesem Teil rappen und vortragen. Bitte. 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 Gut. Aus die Hausschuhe, rauf auf mein Laufsteg. Wir schlafen am Frister, vielleicht zittert immer hinausgeh. Ich bin für Freiheit und Frieden, doch vom Rumsitzen krieg ich langsam Hämorrhoiden. Ui, raus aus die Hausschuhe, rauf auf mein Laufsteg. Ich mach einen Sitzstreik, bis er davon uns aufsteht. Ich steh auf was und schwingen gerne mal mein Schwungschein. Papa Booty Bounce für unser kollektives Grundbleib. Raus aus die Schuhe, rauf auf die Mainstage. Zur Weltkonzerte, ich komm gar nimmer zum Gate sein. Sex on the Beat, unsere Shows sind der Orgasmus. Rapper haben einen Samenstau, der endlich einmal raus. Ja, der geht raus an alle, die Nightliner fahren. Thorsten ist unser Fahrer und auf seinem Hofstänger jetzt für schwarze Kahn. Eigentlich ist sein Job, uns durch die Gegend zu kutschieren und so vorsichtig zum Fahren, dass wir beim Fahren gar nicht spielen. Mutter der Kompanie, Putzfrau ohne Allergie, Kumpel mit Gaspedalmagie, Stackelkabel, Packbar Strategie, das ist alles Utopie und ich hab mir ja schon immer gesehen. Was mir echt den Zug verliert, ist, dass der Job sich langsam stiehlt. Uns wird Start, Start, Start. Wir haben Bock auf eine Mucke, aber lieber live mit euch. Ohne uns wird's Fahrt, Fahrt, Fahrt. Wenn wir so los und weitergehen, dann gibt es einfach Zeit. Ohne uns wird's Fahrt, Fahrt, Start. Ohne Gigs, keine Kohle, wir erzählen euch doch nichts Neues. Doch die Bühne bleiben la, la, la. Wir alle sind mal Kämmer und zum Song, es reicht. So, meine Damen und Herren, das war Ringelstädter diesen Donnerstag mit Ria.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem zauberhaften Dennis Scheck. Danke für den Besuch, gerne wieder. Ich bedanke mich natürlich bei der Hip-Hop-Formation Ringelstädter Band. Ich bedanke mich natürlich bei der Queen der Show, Caro Matzko. Denken Sie abschließend immer dran, Bayern wird nicht untergehen. Und wenn doch, erfahren Sie es hier als Erstes. Ohne uns wird's fahren. Wir haben Bock auf neue Mucke, aber lieber bleib mit euch. Ohne uns wird's fahren. Wenn diese Leute weitergehen, dann...